Ich habe gerade ein Rare Mob platt gemacht, anscheinend. Captain irgendwas hieß der erst. Wieso spawnen die Monster eigentlich, wenn ich hier drunter stehe? Das ist schon. Oh, tatsächlich, sie ist. Oh, da oben ist schon wieder so einer. Was geht hier? Sie laufen dann nämlich jetzt oben rum und irgendwann laufen sie runter und dann, ups, stehen sie neben mir. Wer ist das und was machen die in unserem Spiel? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Mobs, die hier wieder generiert werden, ne? Wahrscheinlich. Aber erstaunlich, dass die tatsächlich hier schon spawnen, obwohl wir da noch dran stehen. Ich gehe schon mal wieder weg. Ich habe hier hinten Wichtigeres zu erledigen. Ich baue mal nochmal hier. Da explodieren sie wieder, die Bäume. Ich baue mal nochmal hier so ein bisschen Veranda. So, das muss reichen. Man kann jetzt übrigens hier unten sogar Fackeln dran machen. Wenn man das möchte. Man muss es nicht, aber man kann. Weil das Ding ist komplett lichtdicht. Auch wenn man durchgucken kann, es ist komplett lichtdicht. So, wenn wir die jetzt mal laufen lassen, den Tau, ich komme ich mal hier zum König paar Bäume spawnen. Also ich bin schon da, da sprießt es hier gleich wieder, ja. Ich hör mal ein bisschen um. Jetzt sieht man nämlich auch sehr gut, wie effizient das Ding ist, weil man nämlich von hier aus. Huch, ein Baum. Tatsächlich jetzt durchgucken kann. Man sieht also, was da unten steht. Wenn man nicht gerade einen Baum im Gesicht hat. Was hier überraschend häufig passiert. Und der ist schon der erste Creeper. Was man jetzt nicht, man kann es jetzt angucken, wenn er F3 drückt, dann steht dann links dritte Reihe E. Da steht jetzt E17, 21, da spawnt's gerade, wie bekloppt da drüben. Ich glaube, ich mache mal nochmal ein paar von diesen coolen Hämmern. Ja, bist du dir sicher, dass es nicht noch irgendwas anderes gibt, mit dem du prügeln kannst? Ich meine, gut, der Hammer ist jetzt nicht der schlechteste auf der Welt, aber. Also das Schwert, ich kann gerade mal gucken, was haben wir denn unter Sword im Angebot? So. Das Wooden Sword macht angeblich 4. So, das hat aber eben nicht funktioniert. Ich kann ja mal bei den Tinkers gucken, was der so vorschlägt. Short, Schwort, Obsidian, Netherrack, Short. It's quite Plastic, short. Pinks, okay. Da geht ja gar nichts. Das ist in der Tat sehr wenig. Also wenig, also weniger, wenn nichts. Es geht, guck mal, das Kneif kannst du aus Stone und Flint machen. Dann machen wir das doch auch mal. Hat es ja doch noch seine Berechtigung. Los, Erde, werd gar. Habe ich das Large Blade Plattform gemacht? Meine Güte, tu, immer wenn du hier in der Gegend bist, da kommen ja diese Riesenbäume. Kann auch kein Schwein brauchen. Kommen wir Bin gar ich nicht wieder dran. schuld? Ich mache jetzt nochmal so ein super Schwert. Das funktioniert bestimmt. Da wird er fleißig gecraftet. Warten wir mal. Uah, ich stehe schon wieder in einem Baum. Schön viele Da Crews. hinten spawnt es schon wie bescheuert. Na, dann geh da hinten mal ernten, wie bescheuert, ne? So, ich mache mir jetzt. So, ich hatte ja eigentlich noch gehabt. Egal. Ich gucke jetzt mal, ob dieses Schwert funktioniert. Wenn nicht, komme ich gleich nochmal wieder und baue mir Hämmer. So, da Hammer. stehen sie schon. Man muss ein bisschen aufpassen. Also das Konzept ist relativ safe, weil die Creeper und so, die sehen dann ja nicht. Ach, guck mal, 5 Schaden hier. Das funktioniert. Aber wenn man zu nah dran geht, dann explodieren die doch nochmal. Und das wäre da hinten wahrscheinlich ziemlich fatal, denn, naja, durch Oakwood geht eine Ja, die gehen da Kettenexplosion gut durch wie durch, durch ja. Butter. Also wie man sieht, es ist ein sehr effizienter Tower. Also er steht jetzt hier ungefähr, ich weiß nicht, 2, 3 Minuten. Und ich habe schon gleich mein erstes Schwert durch. Und da fällt immer noch nach von oben. Oh, das ist wieder so ein Typ mit Name gewesen. Oh, nein, 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 Creeper. Ganz, ganz ruhig bleiben, Creeper. Ganz ruhig. Er war schon am Zischeln hier. Also später müssen wir den mal aus Cobblestone bauen. Das ist ja, glaube ich, sicherer. Ich muss leider mehr Schwerter bauen. Ach komm, den Hammer hauen wir noch weg. Ach, guck mal, das sind wieder. Wie heißt der? Pause an Pause. Okay, der Krug macht keinen Schaden. Der heißt Pause an Pause.
Ich frage mich gerade, ob der irgendwelche random Minecraft-Namen nimmt von irgendwelchen random Spielern oder ob die tatsächlich in dem Mod irgendwie drinstehen. Random Spieler wäre natürlich sehr lustig. So, was haben wir da? Minioncosens. Das ist, wird gebraucht, um was zu tun? Wieso ist. Ah, so geht das. Ich kann es nur craften. Nein, es wird auch irgendwas benutzt. Damit kann ich Akkuessenz draus basteln. Ach, das ist vom Magical Crops. Akkuessenz. Und Akkuessenz kann ich benutzen, um. Ach, da guck mal, da kann man die Seeds mitmachen. Das ist ja lustig. Ach, guck mal, da kann man sogar ein Earth Seed direkt bauen. Und ein Minikus-Seed. Ein Minikus-Seed und ein wenig Erde und Akkuessenz. Und wir haben, was wir brauchen. Wie geht der? Minikus, die haben wir ja. Und da brauchen wir diesen Weak Infusion Stone. Oh Gott, ist das wieder kompliziert hier. Da brauchen wir dann nämlich den Diamant, genau. Aber gut, erstmal gut zu wissen, dass es das gibt. Und dass wir das können. So, ein bisschen Licht machen. Hier ist ja stockfinster. Ich baue nochmal eine Kiste hier. Wieso habe ich eine Kiste in meiner Tasche? Und in die Kiste tue ich dann den gesamten Ich Mobblut rein. verkünde feierlich, wir haben soeben unseren ersten Eisenbarren bekommen. Yay! Und das hat auch überhaupt nicht lang gedauert. So, ich tue jetzt die ganzen Mobdrops einfach hier rein. Dann haben wir sie nämlich. Also, nee, Moment. Ein Sapling ist kein Mobdrop. Haben wir nämlich ein bisschen sortiert. So, da rein, da rein, da rein. Den nehmen wir nochmal mit. So ein Toolstation könnte ich mir eigentlich auch mal mitnehmen. Obwohl, ich kann hier noch nichts reparieren, ne? Ich mache mir jetzt einfach mal drei Schwerter. Und dann gehen wir Monster hacken. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Schwertern. Ich versuche hier weiter die Industrie voranzutreiben. Sehr gut, Industriekönig. Und ich weiß nicht genau, woher ich einen Knochen habe, aber ich habe einen Knochen. Vielleicht habe ich ihn auch irgendwo rausgesiebt. Ich vermute stark, der ist ja aus dem Mob-Dings irgendwie rausgefallen, als du mir meinen. Gut. Manchmal lenken die Mobs halt so und dann sieht das so aus, als ob die gerade rausgefallen sind. Ich habe da mindestens einen Enderman gesehen. Wenn auf einmal so ein Creeper neben dir steht und dich blöde anguckt und du so einen Herzinfarkt kriegst, weil der ist in Wirklichkeit eigentlich oben drin. Wieso genau hast du Cobblestone Slabs gemacht? Weil man aus 6, Quatsch, 8 Slabs einen Ofen bauen kann. Ah, okay. Man braucht aber nur 6 Cobblestone, um die herzustellen. Also 2 gespart. Ich bin gerade so froh, dass dieses Oh, Inventory-Tweak sie die es Sachen schreit. nachlädt. Oh, sehr gut, dann füllen sich ja jetzt unsere Barrels mit Wasser. Schnee, der gleich schmilzt. Da haben wir schon die erste Enderperle. Wundervoll, jetzt brauchen wir nur noch einen Enderpearl-Generator. Chaos Der Chunk. Strom bis ans Ende aller Tage. Stört ihr denn. Oh, ich habe Direwolf 20 gerade im Visier gehabt. Da ist er, Direwolf. Ha, ich kann Direwolf 20 verprügeln. Welch Freude. Wer genau, kommt dir der Name bekannt vor? Das ist ein Minecraft-Spieler, ein Englischer, der sehr, 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 sehr viele Tutorials und Mod-Spotlights macht. Ah. Und Also scheint. der findet immer alles total super und klasse. Der freut sich immer über alles. Da hat Das er ist ja. irgendwie wieder einen Schalter gefunden. Oh, was richtig toller Schalter. Richtig toller Schalter. Der ist richtig toll. Das geht ja so ein halbes Mod-Spot dann immer. Ich meine, gut, der ist halt auch nett. Da haben wir Leute Arbeit reingesteckt, dass er dann auch sagt, dass alles toll ist. Aber manchmal ist es schon etwas auffällig. Meine Mobs sind alle letzte Zombie, wenn die rauskommen. Oh, das sieht ja schon schick aus mit dem Schnee. Ja. Es passt natürlich auch sehr gut dazu, dass im Moment der Winter im Schnee steht. Mohaha. Guter Joke. Ach, sei doch ruhig. Ich fand ihn wirklich gut. Oh, okay. Na, okay, eigentlich nicht. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Eimer zu organisieren. Also wir haben jetzt auf jeden Fall jede Menge Knochen. Was können wir denn mit Knochenmehl machen? Aha, erstaunlicherweise
Im Grindstone, ah ja, sehr gut. Knochenmehl, können wir Dinge machen? Shapeless. Ach, guck mal, jetzt steht ja auch die Tinker-Sachen stehen hier drin. Daraus können wir nämlich zum Beispiel Tool Materials machen. Hm. Jetzt war ich nicht ganz sicher, können wir daraus tatsächlich jetzt eine Axt bauen? Eine Axt geht mit Bone. Jawohl, ja, wir können so eine Axt bauen. Wundervoll. Und ich glaube, aus Knochen kann ich mir jetzt auch eine etwas bessere Crook bauen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das lohnt. Vorher war die immer scheiße. Wie die jetzt ist, weiß ich natürlich nicht. Kann auch ein Schwert draus bauen. Ich denke mal da. Tatsache. Was ein komisches Geräusch. So, da ich jetzt überhaupt keinen Plan habe, wie das hier alles so geht. Bone. Müsste man das mal mit Holz vergleichen, wie das so aussieht. Haben wir hier irgendwo Holz? So. Also Bone hat einen höheren Mining Speed, macht mehr Schaden, ist einfach generell besser als Holz. Es hat aber den. Und es hat sogar einen besseren Handle Modifikator. Das heißt, man sollte einfach alles auf Knochen bauen. Grundsätzlich. Und wie viele Knochen haben wir jetzt noch? Zwei. Genug. Zwei. Nee, in der Kiste rechts sind noch ganz viele. Und wir können neue produzieren. Ah. Dann machen wir jetzt als erstes mal einen. Achso, ging das diesen, aus Knochen? Diesen das Crook. Das geht auch nicht. Stone. Achso, das war ja auch für dieses Knife. Jetzt muss ich mal gucken, was ich brauche, um dieses Knife zu bauen. Da. Ach, da brauche ich so ein Javelin. Devastating at range. So, ich verkünde feierlich. Ein Crook aus Bone lohnt sich nicht. Schön, gut, dass wir das getestet haben. Naja, ich meine, man muss es ja mal ausprobiert haben. Ja, in der Tat. Hätte ja sein können, dass wir das geändert haben, ne? So, das ist jetzt ein Crossbar-Pattern für das Knife. So, auch das machen wir wieder daraus. Und natürlich auch den Stick. Ich baue dir übrigens gleich mal so eine Axt mit. Damit du hier mit ordentlichem Werkzeug arbeiten kannst. Throwing Knife. Oh, so soll das bauen können. Bone Knife. Was ist das? Ach, guck mal, das sind die Throwing Knife. Skill Level Clumsy. Aha. Das kann man jetzt wohl auch anscheinend lernen. Ach nee, das war dieses dieses komische Tweaks. Jetzt weiß ich auch, ob das hier alles so anders ist. Es ist dieses Ingenia Tweaks drauf. Das ist so ein, das tweakt halt das Ganze so ein bisschen, dass diese Gegenstände halt auch EP bekommen und nicht einfach so da sind und verbraucht werden, sondern du musst die halt trainieren. Du musst damit umgehen. Ne? Deswegen habe ich diese schöne Axt hier hingelegt, wenn sie mal da schauen. Eine Bone Axe. Nur für dich. Moment. Bitte benutze sie nicht auf den Fußboden, ansonsten könnten Dinge passieren. Du hast zu viel Müll dabei. Ja, ich habe, ich glaube, also 20 Crooks. Ich glaube, ich baue da drüben auch nochmal so ein Tooltable hin. Warum stellst du dich mir in den Weg? Um dich zu ärgern. Ist nicht sehr nett. Oh, was brauchst du in der Tasche? Vor allen Dingen hat sich irgendwie, naja, sagen wir mal, unsere Manufaktur für Erde ist zum Erliegen gekommen, da alles voll mit Wasser ist. Du kannst ja neue Barrels bauen. Kosten ja nur Holz. Was hab ich wieder in der Tasche? Guckst du mal nicht hin, eine Sekunde? Ach, das ist jetzt Gastrandast. Ah ja. Schon hast du wieder 1000 Dinge in der Tasche, die du nie haben wolltest. So, nun aber zurück zu meinen Creepern, die hoffentlich heute mal nicht explodieren. Die legen halt schon wieder raus. Also ich mache mir halt jedes Mal hier ins Hemd. Das ist so schön. Oh Gott, ist das voll. Ja, wenn man dieses Knife trainieren muss, Knife-Messer, dann machen wir das jetzt mal. Et Knife. Et Knife, genau. Kriegt das jetzt EP? Oh ja, das kriegt sogar richtig EP. Hallo Creeper. Wir legen wieder Mobs aus. Alles ist gut. Das müsste hier Level 100 sein, wenn ich fertig bin. Ich kriege auch wieder Hüte hier.
Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Also dieses Design ist mal mehr als übereffektiv. Ja, ich glaube, das werde ich dann auch irgendwann noch ausprobieren müssen. Auf jeden Fall habe ich jetzt so viele Setzlinge. Ich habe so viele Setzlinge. Ah, oh, guck mal, jetzt hat er sich geupdatet und hat jetzt Luck. Das ist natürlich sehr praktisch. Genau. Und ein Modifikator. Ich darf ihn jetzt modifizieren. Das ist wirklich das Igenia oder Igenia Tweaks, wie auch immer sich das nennt. Mhm. Das eben dieses Game. Es ist, finde ich, ein bisschen interessanter, weil du halt nicht einfach so die Dinger machst und wegwirfst. Aber es ist natürlich auch ein bisschen lästiger, weil du die nicht einfach eben mal irgendwas machen kannst. Ne? Ist natürlich warm. Ich muss Fässer bauen. Oh, und wir haben Pink Dye. Das würde ich jetzt sicherlich persönlich auch freuen. Also können wir den Pink-Generator anschließen? Wir könnten einmal was Pinkes generieren, ja. Das ist halt auch wieder so, weißt du, gute Mods unterscheiden sich dadurch von schlechten Mods, dass sie manchmal einfach völligen Blödsinn drin haben. Das finde ich durchaus auch äußerst toll. Ich mag sowas. Du hast da oben noch so ein bisschen Zeug. Ja, das kann so vor sich hin decayen, das ist okay. Durch die neuen Grafikeinstellungen sieht der Schnee richtig flauschig aus. Das finde ich schön. So, der hat jetzt einen Modifikator. Was für ein Modifikator? Nein, es ist sofort wieder Wasser drin. Du musst da erstmal so ein Dach drüber bauen. Ich nehme einfach den Baum als Dach. Sagte auch der Baum. Ich räume das erstmal in die Kiste. Nicht, dass ich versehentlich irgendwo damit runterspringe. Nein, auch der Baum geht nicht als Dach. Ist sofort Wasser drin. Das sind ja auch die Blätter. Ich zeige dir das mal, wie ich das meine. Das war sehr gut, dass du sie jetzt alle abgebaut hast. Ja, ich baue sie mal wieder hin. Das Wasser brauchen wir nämlich noch. Oh, ich versuche jetzt gerade hier so. Moment. Ich glaube, vielleicht solltest du den Vein Miner nochmal umstellen. Womöglich. Vielleicht doch nur mit Taste. Was für eine Taste kann man denn da nehmen, die noch nicht belegt ist? Hier ist ja so jede Taste irgendwie belegt. Ich gucke gerade mal rein, ob unten von denen eins noch nicht drin ist. Was haben wir da? YXC. Y wird wahrscheinlich frei sein. Ja, oben das für Jetpacks belegt. OX hat sich auch noch keiner gekrallt. So, wie ändern wir das jetzt? Geht das überhaupt hier? Miscellaneous Streaming. Vein Miner, da genau. Vein Miner ändere ich jetzt mal auf X. X ist auch eine schöne Taste. In den Controls. Und dann muss man noch hingehen und muss sagen, Vein Miner. Da gibt es nämlich verschiedene Optionen. Also Slash Vein Miner Mode. Und der Mode heißt Auto. Wundervoll. Dann musst du nämlich jetzt die X-Taste drücken. So, ich teste das mal. Was kann ich machen? Ich mach mal diesen Baum. Dieses Blatt hier. Nichts passiert. Ich drücke die X-Taste. Es passiert immer noch nichts. Oh, passiert nichts. Ich drücke die X-Taste. Es passiert nichts. Super. Läuft ja. Nichts passiert. Genau das, was wir wollten. Warte mal. Using kleinen Keybind, sagt er jetzt aber. Und in den Keybind steht drin... Vielleicht muss ich das nicht halten, sondern einfach nur einmal X drücken. Jo, mit X schaltet man an und aus. Nee, das sagst du jetzt, ne? Boah, verarsch mich doch nicht. Der mobbende Winter. Okay, es funktioniert einfach nicht. Gut, toll. Aber muss ich mal vorsichtig sein. Ich komme durchaus klar, ja. No sneak. Es hing nur... Es hing lass mich mal den einen Baum kurz nochmal testen hier. Moment. Nicht. Mal testen, was wieder geht. Ja. Da ist doch auch noch einer. Der war eben noch nicht da. Nein, ich meine den hier, der schon nur noch ein Stumpen ist. Achso. Okay, das in meiner klappt dann nicht. Es ist ja auch schön, das ist ja gut zu wissen.